Die Blumen sind der Jungfrau freigelassen. Scharam, die Blumen sind der Jungfrau freigelassen. Sie winden sanftlich durch ihr Lenzen. Ah, da sind Sie, Herr Hafke. Ach, Herr Vogelreiter. Welcher Glanz in meiner bescheidenen Hütte. Das freut mich aber besonders. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Na ja, Herr Hafke, Sie sollen doch die Hochzeitspredigt halten. Und die wollen wir zusammen vorbereiten. Vorbereiten? Ja, wissen Sie, Herr Vogelreiter, ich sage immer eine gute Predigt. Die darf ja nicht so sehr vorbereitet sein, denn dann ist es ja keine Predigt mehr, sondern eine Pistel. Und denn offen zugegeben, ich bin faul. Ich sage immer, nichts ist förderlicher für die Inspiration als die Faulheit. Sie sind gut. Sie dürfen nicht denken, dass ich nicht mit Freuden Theologe bin. Denn sehen Sie, warum? Die meisten Menschen tun mir so leid. Schnäpschen gefällig. Danke, ja. Im Sommer ist dies hier immer mein Essschrank. Nehmen Sie einen Machandel oder einen Bärenfang. Wenn Sie eine Backflamme da haben, lieber mal Handel. Der andere ist mir zu labberig. Deswegen, ich glaube, Sie sind noch ziemlich fremd hier in diesem Kreise. Und da habe ich mir gedacht, ich erzähle Ihnen ein bisschen über unsere Familie, damit Sie ein paar Glanzlichter aufsetzen können. Ausgezeichnet. Ich rede auch nicht gerne im Allgemeinen. Dann kann ich mir erst ein paar Notizen machen. Ja, aber jetzt erst mal Prösterchen, ja? Ach, also denn, Prösterchen.